Wo bleibt sie nur? Ach, wo ist sie nur abgeblieben? Oh, hallo, junge Dame. Hast du kurz Zeit, um die Sorgen eines alten Mannes anzuhören? Es gibt meine Katze. Die ist nirgendwo zu finden. Sonst war sie nie weit weg von den anderen Katzen weg. Wenn man nur mit denen sprechen könnte, würde man vielleicht was erfahren. Dein Katzenkostüm wäre das tatsächlich möglich. Katzenkostüm? Das ist ein wundersames Kleidungsstück, mit Hilfe, dass man die Sprache von Katzen versteht. Der Laden in unserem Dorf hatte es im Angebot, aber jemand hat es mir vor der Nase weggeschnappt. Es war die Dame, die vor dem Laden steht, wenn du das genau wissen willst. Ich kann sie ja schlecht bitten, mich mal kurz ihr Kostüm tragen zu lassen. Ach, was mache ich nur? Katzenkomplikation. Katzenkostüm! Oh. Ah. Ah, verzeih, es bringt nichts, meinen kleinen Bruder anzusprechen. Er wurde als Kind weggezaubert, muss wissen. Seitdem ist er so. Kein Arzt weiß Rat, aber ich glaube trotzdem fest daran, dass er sich irgendwann einmal berappeln wird. Mhm. Hat er was getrunken hier, wa? Oh. Also, hab sie gefunden. Okay. Was soll heute Abend zum Nachtisch geben? Ich könnte im Laden Vitaltrauben kaufen, mein richtig gehaltvolles Dessert machen. Das kannst du gern tun. Gibt auch einen Brunnen da links, da war ich noch nicht drin, den habe ich nur aufgemacht, ne? Welchen Laden meinen die denn? Den hier? Das Katzenkostüm? Das habe ich gekauft. Als ich gehört habe, dass es einem ermöglicht, mit Katzen zu sprechen, musste ich einfach spontan zuschlagen. Habe ich etwas Wichtiges verdrängt. Wenn ich in die Nähe von Katzen komme, läuft mir verrückt die Nase. Ich hätte umgelaufen, gerade neu gekauft, wandert das Ding wohl direkt in die unterste Schublade. Wie, du möchtest das Katzenkostüm haben? Verstehe. Willst du darauf einigen, dass du mir erst einen Gefallen tust? Dafür schenke ich dir dann das Katzenkostüm. Guck mal, siehst du die Katze dort? Genau unter ihr ist etwas vergraben, das mir was viel bedeutet. Wirst du es für mich ausgraben? Die Katze macht keine Anstalten, sich je von der wegzusehen. Okay. Naja, ich hab schon verstanden. Ja. Mal dieses Weiterreden dann. Mann. Du, ich bin auch ein sehr gesprächiger, ne? Aber. Was ist denn hier? Geht's ja nicht. Das mit den Graben habe ich allgemein nicht oft genutzt. Vielleicht habe ich da schon einige Stellen verpasst. Rupert! Das habe ich gar nicht. Vielleicht hätte ich es doch lesen sollen. Weil jetzt weiß ich gar nicht, wie ich den wegkriege. Verdammt. Den kriege ich ja gar nicht so einfach weg, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kann da hinlaufen, sie hochtragen, weg damit. Ups. Habe ich umsonst gemeckert. Mal wieder. Na gut. Ja, aber was habe ich denn, was Katzen mögen, was sie weglockt? Ich glaube, ich habe davon noch gar nichts. Ein Teddybär funktioniert ja nur bei den Geistern. Was gibt's hier denn noch? Oh, was ist das denn? Kletterarmband. Farbiges Lederband, das die Handgelenke schwillt und so Klettern beschleunigt. Ja, gut, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so brauche. Berlin ist sinnvoll, ich weiß. Ich dafür 500 Rupees ausgeben? Ja, gut, komm. Will den Kram eh haben. Kenn mich doch. Vielleicht macht das echt viel aus. Hat der eine Idee? Ich nicht. Ich noch nicht. Was ist denn hier drin, ne? Nur eine Truhe? Wird besser als nichts, ne? Komm mir nicht mit Vitaltrauben an. Weil die kann man gar nicht rauspacken. Nicht, dass ich wüsste, was geht. Ging bei den Hühnern, haben wir da irgendwas darüber geredet? Aber ich kann auch keine Vitaltraube hier einfach hinlegen, oder? Naja. Ja, das kann ich nicht. Was könnte man. Mit was kann man eine Katze weglocken? Mit Wasser. habe ich irgendwas, mit dem man eine Katze weglocken kann? Okay, ich wollte mal testen, ob der Teddy geht. Weiß nicht, ob ein Gegner...
Weiß nicht, ob ich schon habe, was ich brauche. Das ist halt das Ding, ne? Ich habe keine Ahnung, ob ich das habe. Dem man vielleicht eine Katze weglocken kann. Erstmal Wind machen hier. Das Problem, ich müsste alles austesten. Also so Standardsachen für Katzen werden halt irgendwie... Ach, warte mal, der Fisch? Der Fisch! Dass ich den noch habe, habe ich gar nicht dran gedacht. Ich habe irgendwie an was anderes so gedacht. So eine Glocke oder sowas. Was ist das denn? Sparstrumpf gefunden. Das Gewicht der Rubinerin zieht ihn in die Länge. Okay. Das ist meine Rettung. Her damit, dann gebe ich dir sofort das Kostüm. Ich hätte ihn vergraben, mich davon abzuhalten, mit Spontankäufen Geld auszugeben. Dann kam ich nicht mehr dran. Wird das Sparschwein geschlachtet, beziehungsweise der Strumpf geplündert. Danke für deine Hilfe. Das aussieht. Lässt sich die Sprache der Katzen verstehen. Ein Muss für Katzenliebhaber. Hab sofort dran gedacht, ich nicht. Dass das sogar mal wichtig sein wird. Wie geil sieht das denn aus? Funny. Essen, das du mir gegeben hast, war lecker. Ich suche eine Katze. Wo die Katze ist, die bei dem alten Mann wohnt, willst du wissen? Keine Ahnung. Da musst du jemand anders fragen. Ich habe an so eine Glocke oder irgendwie sowas gedacht. Deshalb dachte ich, ja, das habe ich ja noch nicht. Dass wir den Fisch noch haben, wusste ich nicht mehr. Als ich das dann gesehen habe, war dann war es klar, ja. Wo war denn noch eine Ketto? Was hörst du mich so an? Wenn du etwas von mir willst, dann spuck's aus. Und wenn ich diese Sounds jetzt höre von der Katze, muss ich an Cat Quest denken. Wo die Katze ist, die bei dem alten Knacker wohnt? Keine Ahnung, heute habe ich sie jedenfalls noch nicht gesehen. Aber vielleicht weiß eine der anderen Katzen mehr. Welche sind denn die anderen Katzen? Ach, da oben ist noch eine. Willst du erfahren, wo sich die Katze aufhält, die mit jedem würdigen Greis zusammenlebt? Ich war von meinem Sonnenbad eingenommen und kann das dir nicht sagen. Womit ich weiß, die Katze auf der Windmühle im Westen mehr? Im Westen? Ich sehe schon komische Bilder mit diesem Kostüm hier kommen im Internet. Das Internet ist ein böser Platz. Na gut, es gibt auch Katzen-Peach oder sowas, ne? Das ist jetzt aber Katzen-Zelda. Brauchst du was? Ach, die vom alten Mann? Die war vorhin noch bei mir. Dann hat sie das Dorf verlassen, die Straße nach Osten entlang. Hat sich einen schönen Baum für Schläfchen gesucht. Ist eine faule Socke, also wird sie wahrscheinlich immer noch da pennen. Okay, im Osten. Dann sieht er, ich habe das Pferd kurzzeitig mal gehabt. Nur ist das Pferd wieder weg. Das Pferd hat sich gar nicht gelohnt. Baum im Osten. Ball hier sein, ne? Was weiß ich, welchen Baum? Oh, wie sieht das denn aus hier? Wer so ein Eicheltyp? Hä, schon wieder so einer? Gibt mehrere davon? Okay.
Diese tolle Musik dabei. Yay! Und da. 20 Sekunden. Beeindruckend, du hast sämtliche Eichlein aufgesammelt. Hm, krieg von dir auch was Tolles? Okay, wieder 20 Rupees und. Yeah! Herzteil-Container. Ja, keine Ahnung, ob man hier lang gehen kann. Ich glaube nämlich nicht. Oder? Also jetzt so, nee, es ist so verlorene Wälder-mäßig, ne? Das ist ja so ein großer Wald. Da ist es ja wohl nicht, oder? Keine Ahnung, welchen Baum. Also die Straße entlang, wurde gesagt. Da war irgendein schöner Baum. Frag mich, ob man das alles davor überhaupt machen muss. Ob die Katze von Anfang an... Ah, da ist sie doch. Ob die Katze von Anfang an auf diesem Baum ist. Oh, du nervst ein bisschen, du blöder Vogel. Habt ihr gerade gesehen? Auf Level 3 kann ich mittlerweile den Laser aufballern. Hab ich gerade gemerkt. Hast du schön geschlafen hier? Warum störst du mich? Opi sucht mich? Upsala. Sieht aus, als hätte ich tatsächlich etwas verschlafen. Ja, dann kriege ich auch Hunger. Ich wollte nur mal nach Hause gehen und mir von ihm Essen geben lassen. Ah, so denkt die Katze. Was ist denn hier? Dann kann ich das Katzenkostüm ja eigentlich gleich ausziehen wieder, ne? Aber eigentlich ist das ganz funny. Hey, die Dinger kann man ja... Dingensen. Schön, dass man erstmal getroffen werden muss. Was soll ich da oben jetzt machen? Da komme ich ja gar nicht ran. Ich müsste mir irgendwas hinbauen. Dann den Sand irgendwie wegäumeln. Aber dafür sind die Gegner immer, dieses Teil da immer im Weg. Mann, du sollst das nach vorne machen. Warum macht der es denn immer nach oben? Ah, der macht das wirklich kaputt. Was ist das für eine Höhle hier, ey? Das ist auch wieder ein bisschen schwerer hier mit dem Rätsel, glaube ich. Müsste irgendwie Wind erzeugen, glaube ich. Irgendwie sowas. In einer gewissen Höhe. Geht das? Ja, aber wenn ich das jetzt mache, falle ich ja runter. Ich kann es anders machen. Aber erst muss ich darüber. Mann! Ich softlocke gleich mich selber hier. So. Was ist denn hier oben? Wie soll man das denn machen, wenn immer wieder die Dinger kommen? Ah. Ah. Soll man von hier oben irgendwie Wind erzeugen? Trifft nicht. Weiß ja nicht, wie ich den Sand sonst wegkriegen soll. Ist ja fies. Aber auch nichts, was nach oben geht, ne? Was macht denn der Tornado-Typ? Wenn ich mal finden würde. Wahrscheinlich schon vorbei, ne? Ja, das mit dem Menü ist halt irgendwie dann doch ein bisschen fies bei so vielen. Da. Das geht gar nicht. Kann man das Herz halt anvisieren? Wie kriegt man denn bitte Sand nach oben weg? Ich könnte höchstens noch was anderes probieren, was ich bei den anderen Sachen mal hingekriegt habe. Weiß nicht, ob mir das hilft, aber... Aber wie viel braucht man für die Bombe? 3.
Keine Ahnung, ob ich das überhaupt schon schaffen kann hier wieder. Sehr mal, das ist immer so das Problem, was ich allgemein bei dem Game habe. Was überhaupt schaffbar ist. Nee, der macht das auch nicht kaputt. Ich bräuchte, glaube ich, irgendwas, was nach oben gräbt. Weil der grubert, der gräbt nur nach unten. Ich glaube, dann geht das noch nicht. Oder fehlt mir noch was? Ich glaube, da fehlt mir was. Dann mache ich erstmal weiter und gucke später nochmal. Höh, das haut mich selber zurück. Ja gut, die Truhe ist ja einfach, ne? Aber ein Herzteil weiß ich nicht. Das ist Sand. Wie soll ich den Sand so wegkriegen? Als müsste ich irgendwie Wind nach oben machen. Aber ich wüsste nicht, wie. Ich weiß halt auch nicht, ob ich das schon kann. Oder ob mir wirklich irgendwie ein Item im Echo fehlt. Ich könnte höchstens mal gucken, ob ich irgendwie... Wobei, die Tornado-Dinger haben ja auch nichts gebracht. Was soll ich sonst mit Sand machen? Aber geht ja nicht. Du kannst ja das Ding hier nicht... Das hier, ah. Ach Mann! Ja, das kannst du hier nach oben ausrichten, geht nicht. Dann weiß ich gerade nicht. Dann mache ich erstmal weiter. Wie gesagt, es kann immer sein, dass mir irgendwas fehlt. Das ist halt das Problem. Jetzt gerade nichts ein. Ja, dann müssen wir jetzt eigentlich mal hier hin, ne? Jetzt haben wir doch alles eigentlich auf der Karte. Nee, hier unten ist ja noch was. Da war ich noch gar nicht. Ups. Überlegt nebenbei schon, ob man da irgendwas machen kann. Ich überlege schon nebenbei, ob ich irgendwas noch hätte, aber mir fällt nichts ein, wie ich den Sand wegkriege. Wie ich noch, oder dass ich mich nach oben grabe. Stelle merken. Man könnte daneben mal ein... Ich kann das leider nicht genau drauf machen. Das nervt, oder dass es da mal hinsnappt. So. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee mit dem Herz daneben, ne? Ja. Mach mal so. Ey, das ist halt, wie gesagt, das einzige Problem, was ich ja schon mal sagte. Man kann halt immer das Gefühl haben, man braucht ein Echo. Weiß halt nicht welches. Ja, bei anderen Zelda-Teilen hast du natürlich den Vorteil, dass du irgendwann eh alle Items hast. Dann weißt du es halt auch hundertprozentig. Du weißt ja nicht, ob du in irgendeinem Echo mal vorbeigelaufen bist. Das ist ja auch optionales, ne? Muss ich nicht immer besiegen? Auch Moldorm? Aber die Moldorm, was können die denn? Ich meine, der Moldorm kann im Endeffekt ja auch nur da lang räumeln. Aber warum soll er nach oben gehen, weil er zwei Passage? Okay, ich verstehe den Weg jetzt hier irgendwie nicht. Was bringt man da raus hier? Ist doch gar nichts. Wie sind denn nur Moldorms und hier ist nichts? Kann nur ein Weg sein? Dibbi-Wips. Ey, hier ist ja noch ein Riss. Hab ich noch gar nicht gemacht. Ja, sonst ist hier nichts mehr, ne? Nö. Ich habe halt nur das Gefühl gerade, ich denke die ganze Zeit nur, mir fehlt was. Dass ich da den Sand nicht wegkriege. Ich glaube, mir fehlt was. Iggy, dankeschön. Dankeschön für den Resub. Moin. Bin immer noch Katzen-Peach. Katzen-Peach sei schon. Katzen-Zelda.
Willst du wissen, ob dir was fehlt? Wenn man mir das natürlich immer sagt, wenn mir fehlt nichts, dann vereinfacht man mir das ja auch. Na, ihr habt es ja auch ohne gemacht. Ihr wusstet das ja auch nicht, ob euch was fehlt oder nicht. Gut, kann natürlich sein, dass ihr vielleicht schnell darauf gekommen seid. Aber ich merke, ich glaube, bei dem Spiel habe ich allgemein dauert es bei manchen Rätseln länger bei mir als bei anderen. Also bei anderen Zelda-Teilen, finde ich, komme ich schneller auf die Sachen. Kommt drauf an, mal so, mal so. Hier ist dieses, ich glaube, dieses Echo-Ding ist halt schon so eine Schwierigkeit für mich. Weil ich immer das Gefühl habe, ist irgendwas ist, was ich nicht habe. Das denke ich durchgehen bei den Games. Katzenausfeld ist aber funny. Mag ich irgendwie. Spring doch. Ja, am Ende des Spiels alles erkunden, aber das kann ja trotzdem sein, Wips, dass man dann gewisse Echos nicht mitgenommen hat. Auch dann können die Sachen fehlen. Das ist ja genau das, was ich mal meinte bei dem Spiel. Das ist ja das, was ich teilweise schon als Kritikpunkt habe. Du könntest Sachen verpassen. Das hast du halt eben bei anderen Zelda-Teilen nicht, wenn du alles hast irgendwann. Du hast die 100%, das ist halt auf dem Weg. Ich weiß, es ist zwar optional, aber ja, das mag ich bei anderen Sachen lieber. Oder ich denke auch gerne zu kompliziert, ich weiß nicht. Ich überlege die ganze Zeit nur, was es sein könnte, was man da machen kann. Aber wenn ich das nicht kenne, dann kann ich es ja auch gar nicht rausfinden, ne? Vielleicht habe ich es ja wirklich nicht. Ich weiß es nicht. Ich überlege gerade, ob mir das sagt oder nicht. Weil ihr habt auch nicht nachgeguckt im Internet oder sonstiges und euch wurde das gesagt. Ihr habt es auch irgendwie vielleicht ausprobiert. Man kriegt da die Rolle, aber die Rolle trifft da oben ja nicht. Mit der Rolle kann man ja nicht viel machen. Die rollt ja nur. Ich würde zwar gerne jetzt nochmal hingehen und nachgucken, ob mir irgendwas einfällt und mal ein bisschen was ausprobieren. Dann wüsste ich Bescheid. Da ist noch ein Riss mehr. Denk mal, Level 10 ist Ende. Hey, wir haben über 20. Ich könnte die Leiste noch länger machen. Gut, dann haben wir da oben alles abgeschlossen. Haben wir jetzt eigentlich alles erkundet, soweit ich es gespielt habe? Ich glaube, sonst gibt es gar nichts mehr, ne? Ich meine, die ganze Karte ist erkundet. Alle Höhlen müsste ich gefunden haben, hoffe ich. Ich gebe nur noch das da und das da oben. Ja, groß ist das Spiel weiterhin nicht, finde ich. Also ich habe jetzt noch gar nicht so viel gespielt. Ich habe eigentlich schon sehr viel gesehen. Ich habe heute jetzt auch... Okay, der Stream geht... Ja gut, die Aufnahme geht 2 Stunden irgendwas. Muss man aber sagen, ein bisschen abziehen muss man da ja auch. Trotzdem habe ich alles jetzt bis da erstmal erkundet. Klar, es ist ja noch ein bisschen was vor uns. Ne? Der ganze Berg da. Und dann die Dungeons selber und das Ende und so, ich weiß. Trotzdem. Ändert sich das optisch jetzt auch, wenn ich die Leiste erhöhe? Nee, ne? Ich frag mich aber jedes Mal, jetzt habe ich mich nochmal gefragt, die Leiste wird zwar immer länger, wird denn das Aufladen, was ich aufsammel, diese Energie-Splitter da, wie das nochmal hieß,
Geben die eigentlich jetzt immer noch die gleich viel wie vorher oder geben sie immer prozentual zur Länge des Balkens? Ja, prozentual wäre besser, dann würde sich das wenigstens mehr lohnen. Ja, wenn die immer noch gleich viel auffüllen, füllen die immer noch genauso viel auf wie vorher. Dann lohnt sich das immer nur, wenn die Leiste einmal voll ist. Dass es dann länger dauert, bis es leer geht. Aber das Auffüllen ist ja trotzdem noch dasselbe. Dann sollten die auch mehr auffüllen. Ich werde da einfach nochmal hingehen. Ich werde da mal ein bisschen rumprobieren. Nochmal gucken. Und dann muss ich nochmal entscheiden, ob ihr mir das sagt oder irgendwie helft oder nicht. Oder sagt, ob ich das habe oder nicht. Ihr habt das ja sicherlich auch alles. Wobei ich weiß nicht, ob jeder von euch 100% gespielt hat. Oder diese Höhle gemacht. Der hat noch eine Sidequest. Ja gut, das kommt später. Jetzt dahin. Ob ihr diese Höhle alle gemacht habt, weiß ich nicht. Ich glaube, nicht jeder von euch hat 100% gespielt. Aber wenn das hier ist, warum soll ich das noch nicht machen können? Ich weiß nicht. Ah, warte, ich hätte eine Idee. Ich bin gerade so auf. Ja. Kannst doch die Sachen von oben dahin packen. Stimmt, oder? Nee, der knallt dagegen. Und du kannst ja nicht durch Wände und so gehen. Geht ja von der anderen Seite oben auch nicht. Das Rollding bringt mir auch nichts, was Neues, ne? Ah, ich hab mitziehen lassen. Nehme ich mal das. Du kannst halt nichts nach oben ballern. Du kannst auch keinen Wind nach oben. Ah, das macht sogar wirklich Schaden. Du kannst halt keinen Wind oder so nach oben zwischenlassen. Zumindest habe ich nichts davon da. Sonst wüsste ich halt nicht, wie man Sand wegkriegen soll. Mit Bomben ging es auch nicht vorher, da habe ich es auch versucht. Da oben kann man kein Ding ins Spawn lassen, weil das durch eine Wand wäre. Aua. Ah, warte mal. Da oben ist ja schon wieder so ein Eingang, sehe ich gerade. Das ist schon wieder sowas mit reingraben, oder was? Aber wie soll ich denn da über? Ah, da oben ist es doch, ich seh's. Es ist mir jetzt erst aufgefallen, als ich nochmal da hochgegangen bin. Ah, toll. Das war schon wieder sowas mit Graben. Ich habe vorhin das Loch hier oben, das habe ich vorhin nicht gesehen. Oh, man. Frech. Naja. Smart. Naja, eigentlich nur, weil ich es jetzt... Ich habe es ja halt endlich mal gesehen, ne? Ja, vorhin nicht aufgefallen. Deshalb konnte man sich doch da hinstellen, dass man es sehen kann. Ich dachte, dass es nur der Sinn war, dass man sich da hinstellen kann und sieht, dass, dass man das Herzteil sieht. So, wir haben noch eine Sidequest hier. Dann hätten wir es geschafft. Ah, du bist es, Inua. Meine Katze ist wieder da. Das habe ich bestimmt dir zu verdanken, oder? Hier hast du eine Belohnung dafür. Yeah, Vitaltrauben. Katzen sind eigenwillige und launische Kreaturen. Und das macht sie auch liebenswert. Achso, ich habe das doch gar nicht abgegeben, ich Blödmann. Ich hatte das die ganze Zeit gar nicht abgegeben. Aber mich interessiert irgendwie.
Da ist jetzt die Hauptstory. Ja gut, jetzt habe ich das ausgewählt, ne? Das ist klar. Hier geht's auch weiter, aber hier ist irgendwie so ein Wald. Komm ich denn da rein? Geh mal in die Richtung dahin. Und Dungeon werden wir heute nicht mehr sehen. Ja, hier bin ich ja auch schon. Ja, da kann ich aber nicht rein in den Wald. Mann. Ja, die Musik ist halt wirklich so... Ja, aber Sword-like. Da komme ich nicht rein in den Wald. Wo soll denn da der Eingang sein? Hm, interessant. Hier irgendwas vielleicht? Ah, hier ist eine Bombe. Was sind Bomben? Nee, aber ich werde... ich glaube, einen Dungeon machen wir heute nicht mehr. Wir machen jetzt heute ein bisschen Vorarbeit, aber in den Dungeon geht es heute nicht mehr rein. Jetzt haben wir auch schön viel anderes Zeug gemacht. Zeugs. Morgen. Morgen, sag ich, am nächsten Stream. Dann. Ich wollte halt schon auch irgendwie noch genug sammeln, bevor ich den Endboss mache. Dann machst du es irgendwie schöner, ne? Ein bisschen schöner. Vor allem die ganzen Sidequests und so. Noch irgendwas? Ja, da kann man natürlich auch denken, kann man hier graben? Bringt hier was zu graben? Aber jetzt nicht diesen 1000 Stellen zu graben. Da frage ich mich auch immer, wie Leute das gemacht haben da. Okay, er kennt sich nur für sich ein. die 100%, aber ich glaube, es gibt auch schon wieder so eine interaktive Map, wo Leute geguckt haben. Aber wie soll man immer wissen, wo das letzte Herzteil so fehlt? Außer das Spiel hilft dir doch irgendwie. Das weiß ich nicht. Wenn das Spiel sowas wenigstens hätte wie eine Abschnittssache. Abschnittprozente. Super. Was ich mir immer wünsche. Ach, das ist der Weg. Ja, das ist der Weg, den ich meine vorhin. Den ich einfach von anderer Seite hingegangen bin. Das ist der Weg. So, wir wollen jetzt mal schneller klettern. Und fragt mich bitte nicht, warum ich das Katzenkostüm noch anhabe. Aber weil. Wo war denn das schneller Klettern-Ding? Das hier, ne? Ja. Oh, das geht wirklich einige schneller. Warum soll ich denn klettern, wenn ich auch mich hochpushen kann? Aber ich will halt das Vieh da mal killen. Kannst du das schaffen? Du brennst wahrscheinlich instant weg. Oh, nee. Ah, doch. Irgendwie schon. Aber ich finde das schon cool, das Katzenkostüm, ja. Hat irgendwie was. Ich bin halt eher... Wenn ich mir entscheiden müsste, bin ich zwar eher der Hundetyp, aber... Irgendwie finde ich das passend hier, wie das aussieht. Ich will das irgendwie jetzt diesen Stream anlassen, glaube ich. Vielleicht beim nächsten Stream wieder aus. Ich will es jetzt auch nicht die ganze Zeit tragen. Ja, das Klettern lohnt sich aber auch irgendwie nicht so viel, ne? Wenn man halt, alles sich hochbauen kann. Ah, hier war ich schon. Das habe ich vorhin schon gemacht. Warum laufe ich? Ich bin auch hier hochgelaufen. Und eigentlich habe ich den Teleporter hier gehabt. Aber ich wollte ja auf dem Weg eh noch gucken, ob ich irgendwas verpasst habe. Das Klettern ist aber schon sehr schnell. Oh, man kann sogar so hochspringen. Oh. Ja, will ich aber nicht. Das ist einfach nur irgendwelche Materialien, bräunlich.